ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, durch die Zeit, in der ich in der Schule war, zunächst als Schülerin, dann als Studentin und dann als Lehrerin, Gehirn gewaschen. Ist hier irgendwo die Clarissa? Die wollte ja auch ganz gern reden. Ja, gibt's der Clarissa mal einen großen Applaus. Sie wird jetzt über... ja, am besten erzählt es gleich selber. Ich erzähle es gleich selber. Ihr kennt mich eh schon vom letzten Mal. Und ich bin deswegen jetzt nochmal hier. Ich meine, bei der Mahnwache bin ich sowieso, aber jetzt am Mikro. Weil ich das Gefühl hatte, ich war letztes Mal noch zu wenig radikal. Und da möchte ich euch gleich so, so sehr meinen Dank aussprechen, einen großen Dank, dass ihr hier seid. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich jahrelang, jahrzehntelang danach gesehnt, wirklich das aussprechen zu dürfen, was ich denke. Und ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, durch die Zeit, in der ich in der Schule war, zunächst als Schülerin, dann als Studentin und dann als Lehrerin, Gehirn gewaschen. Und es hat mich Jahre, wirklich Jahre, hat es gedauert, dass ich diese Gehirnwäsche langsam wieder losgeworden bin. Und das ist mir... Es wird mir immer noch Schritt für Schritt bewusst, wie stark, wie tiefgehend, ich würde wirklich sagen, bis in die Knochen hinein, diese Gehirnwäsche stattgefunden hat. Nicht, und dabei will ich jetzt nicht nur die Schule als Bildungsanstalt beschuldigen, sondern möchte sagen, die Schule ist Teil unseres verlogenen Gesellschaftssystems. Ich möchte es wirklich mit einer Matrix vergleichen. Und wir sind jetzt dabei, so wie Küken aus dem Ei rausschlüpfen, sozusagen uns langsam aus dieser verlogenen Matrix herauszuarbeiten. Und deswegen nochmal, bin ich so froh, dass ihr hier seid und dass ich mit euch hier sein darf. Und danke. Und noch etwas. Ich habe am Ostermontag oder kurz nach dem Ostermontag habe ich auf YouTube die Rede vom Andreas Popp bei den Berliner Mahnwachen angehört. Die Rede zum Ostermontag, die vielleicht manche von euch kennen werden. Und war so begeistert. Ich habe so gejubelt innerlich und habe dann gesagt, genau sowas brauchen wir auch in Wien. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass wir in Wien hier eine solche, wenn auch bescheidene, aber wachsende Versammlung von Leuten haben, die sich zur Mahnwache versammeln. Und jetzt möchte ich drei Dinge ansprechen, die ich bei der letzten Rede noch nicht so deutlich gesagt habe, die mir aber noch am Herzen liegen. Die alle zu tun haben mit dem, was ich die Gehirnwäsche nenne, die wir von klein auf in dem Bildungssystem bestehend aus Kindergarten und Schule, Universität und so weiter verpasst bekommen. Das erste ist, es wird uns suggeriert, dass wir keine Fehler machen dürfen. Und ich möchte da um den Wahnsinn dieser anmaßenden Forderung möchte ich folgendermaßen mit dem folgenden Vergleich zum Ausdruck bringen. Man stelle sich ein kleines Kind vor, das gerade dabei ist, gehen zu lernen, und jedes Mal, wenn das Kind hinfällt, sagt die Mutter, du hast einen Fehler gemacht. Ich hoffe, dieser Fehler kommt nicht nochmal vor.
wird dieses Kind genauso schnell gehen lernen wie ein Kind, das Lob und Unterstützung bekommt? Wir alle wissen die Antwort. Mittlerweile ist es sehr gut, dass sowohl von Seiten der Hirnforschung, ich erinnere an Professor Gerald Hüther zum Beispiel, auch schon und auf der Seite der Zellbiologie, ich denke an Dr. Bruce Lipton, erwiesen und bewiesen werden kann, dass die Angst, Fehler zu machen, uns dumm macht. Angst vor Fehlern bewirkt, dass wir noch mehr Fehler machen. Bedeutet, dass unser Fokus der Aufmerksamkeit auf den Fehlern liegt. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir vor lauter Angst, einen Fehler zu machen, den noch viel größeren, den größten Fehler überhaupt machen. Nämlich, wir fangen an, uns selbst zu beobachten. Wir fangen an, von uns selbst zu trennen. Wir werden schizophren. Wir werden dumm. Wir alle kennen die Prüfungsangst zum Beispiel, bei der uns nichts Gescheites mehr einfällt. Und warum ist das so? Weil wenn wir Angst haben, dann wird die ganze Energie in die äußeren Extremitäten geschickt. Und das mit gutem Grund, denn diese Angst und die Angsthormone, die auch Stress bewirken, sollen uns uns die Möglichkeit geben, im Gefahrenfall zu fliehen. Wenn da zum Beispiel, angenommen, ein Löwe rennt da hinter mir her, dann muss ich schnell rennen können, um mich in Sicherheit zu bringen. Aber wenn es darum geht, Dinge zu erkennen, nachzudenken, draufzukommen, welche Meldungen im Fernsehen, in der Presse richtig oder falsch sind, dann nützt mir dieses Adrenalin überhaupt nichts mehr. Aber wir sind darauf gedrillt, konditioniert und sind jetzt dabei, Gott sei Dank, diese Konditionierung nach und nach, Stück für Stück hinter uns zu lassen. Diese Konditionierung suggeriert uns, wir hätten was davon, wenn wir aufpassen, nur ja keinen Fehler zu machen. Und das ist eine Haltung, die haben wir in allen Lebensbereichen. Nicht nur was Wissen und Denken anbelangt, sondern generell. Und generell ist das etwas, wo ich meine, es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir uns zugestehen, Fehler machen zu dürfen. Das Zweite, was ich jetzt dann in aller Radikalität ansprechen möchte, ist das Notensystem, das wir in den Schulen immer noch haben. Noten bedeuten beinhalten zwangsläufig, dass man Leistungen und damit auch die Menschen, die Leistungen erbringen, miteinander vergleicht. Vergleiche aber sind nur dort möglich, wo wir nicht wirklich menschlich sind, sondern vergleichen ist nur möglich, wenn ich mir Funktionen anschaue, die von einem Menschen ausgeübt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel, ich kann vergleichen, wer rennt schneller. Ja? Das kann ich messen und vergleichen. Aber wer die Menschen sind, die hier rennen, das kann ich nicht mehr vergleichen. Das passt in überhaupt keine Kategorie mehr hinein. Ich kann nur dort vergleichen, wo ich von einem Menschen verlange, dass er bestimmte Leistungen erbringt. Aber gleichzeitig suggeriert, ich bin schlecht. Ich bin schlecht, wenn ich eine 5 gekriegt habe. Ich bin gut, wenn ich eine 1 gekriegt habe. So ein Schmarrn, so ein Unsinn. Es wird Zeit, dass wir diesen Blödsinn, diese Gehirnwäsche hinter uns lassen.
Ja. Und warum das Ganze? Ich kann mir vorstellen, dass das Notensystem unter anderem den Effekt hat, oder dieser Leistungsdruck, der von Anfang an schon ausgeübt wird auf uns, nämlich die Menschen zu geeigneten Industriefutter werden zu lassen, sie zu manipulieren, damit sie nicht mehr wissen, wo vorne, wo hinten ist, was richtig und was falsch ist, dass sie sich so sehr von sich selbst abgespalten haben, dass sie kein eigenes lebendiges Empfinden mehr haben. Ja. Und einen dritten Punkt möchte ich auch noch ansprechen. Das ist die Matura als Unterwerfungsritual. Matura, das Wort, bedeutet eigentlich reif, hat was mit Reife zu tun. Maturus bedeutet reif, ist ein lateinisches Wort. Und jetzt frage ich mich mal ganz, ja, ganz offen, was hat das mit Reife zu tun? Wenn jemand bereit ist, sich einem verlogenen System jahrelang zu unterwerfen, um dann bei einem Ritual, wo gesichtslose Menschen angeblich schön angezogen sitzen und dort gegen seine Angst ankämpft, um Dinge zu reproduzieren, die man ihm eingeimpft hat und die er so dumm war zu glauben. Nein, das ist keine Reife, das ist Unreife. Und es wird Zeit, dass wir erwachsen werden und reif werden. Und diese Form der Nötigung und des Zwanges verlassen. Die Freiheit hinsichtlich der Kreativität, die innerhalb dieser Bildungsanstalten, Bildungssysteme noch gewährt wird, erinnert mich sehr stark an die Freiheit, die Gefängnisinsassen bekommen, wenn sie mal im Gefängnishof ein paar Runden drehen dürfen. Meines Erachtens hat das nichts mit wirklicher Freiheit zu tun. Wirkliche Freiheit ist etwas anderes. Und wenn wir wirklich frei werden, dann verbinden wir uns wieder mit uns selbst, mit unserem Empfinden, mit unserem ganz natürlichen Empfinden. Dann verlieren wir die Angst, Fehler zu machen, denn die gehören dazu. Dann tun wir nicht mehr so, als wäre es überhaupt möglich, fehlerlos zu sein, denn das ist eine Lüge. Und wir können uns entspannen und sagen, ja, wir öffnen uns einem kreativen Prozess, kreativen Prozessen des Miteinanderlebens. Und ich möchte dabei noch einmal ausdrücklich erwähnen, in großer Dankbarkeit erwähnen, solche Bewegungen wie Ubuntu, Bewegungen wie Creality, von denen wir schon gehört haben, wo es darum geht, die je eigene Kreativität, die je eigenen Talente zu entdecken und zu entfalten. Und genau das ist es, was wir jetzt brauchen. Und da wird es Gott sei Dank nicht mehr nötig sein, dass jemand einen Denkberechtigungsschein wie das Matura-Zeugnis vorweist. Ich glaube, die Leute, mit denen wir dann zu tun haben dürfen, sind gescheit genug, um zu wissen, dass das Matura-Zeugnis in keinster Weise bescheinigen kann, welche Begabungen jemand hat und wie gescheit jemand ist. Natürlich weiß ich, dass es sehr schwierig aussieht. Also ich sage das selber als Lehrerin, ich weiß selber nicht, ehrlich gesagt nicht, wie es
möglich ist, aus diesem Bildungssystem wirklich auszusteigen. Ich glaube, es ist nur möglich, indem wir Alternativen aufbauen, nicht indem wir das Alte bekämpfen, sondern neue Wege aufzeigen, neue Wege beschreiten und dann nach und nach die Angst verlieren, die uns suggerieren möchte, wir könnten nur innerhalb der alten Systeme überleben. Zum Glück ist es nicht so. Und zum Glück gibt es euch und Menschen wie euch, die hier sind und die eines gemeinsam haben, nämlich die Sehnsucht, diese neuen Wege zu beschreiten. Und dafür möchte ich euch allen noch einmal danken. Ja, vielen Dank. Ich denke, die Vorrednerin, also was auch ganz wichtig ist in dem Punkt ist, heutzutage werden ja alle irgendwie so auf Perfektionismus gedrillt, aber im Grunde genommen heißt es ja schon, dass man im Prinzip ja aus Fehlern lernt. Und ich denke mal, es muss auch erlaubt sein, dass gerade auch junge Menschen quasi noch Fehler machen dürfen, weil sonst werden das alles Systemschafe, das wollen wir ja nicht.